Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siberia Teil 1. Wir sind endlich aus Barockstadt rausgekommen und kommen jetzt hier in dem komischen, keine Ahnung, irgendwas an. Weiß nicht, Mini-Bahnhof oder was das sein soll und ja. Können hier nicht runter, finden unten nichts, weil es zu dunkel ist. Da oben haben wir allerdings eine Klangwalze gefunden. Die hatten wir uns, glaube ich, das letzte Mal angesehen. Und ja, jetzt kletter ich halt nochmal hoch und schaue, was ich machen kann, weil ich habe da unten habe ich halt nichts gefunden, gar nichts. Das Einzige, was ich hier irgendwie verwenden kann, ist, warte mal hier. Aha. Ah. Ah, okay, das kann ich runter und hochziehen. Na, das ist ja interessant. Ah, ja. Achso, beim Zurückziehen fährt er dann wieder zurück, oder was? Wäre logisch. Ja, und jetzt? Kann ich jetzt runter? Nee, kann ich nicht, da fehlt die Leiter. Hier kann ich wohl nicht lang. Ja, genau. Rotes Knöpfchen. Okay, so, das heißt, ich muss es hier zweimal nach unten ziehen. So funktioniert das also. Na, das ist ja interessant. Ja, jetzt müssen wir nochmal hier runterziehen. Dass man wieder, dass man sieht eh hier den Teil. Oh, warte mal, ich kann mit der Maus gerade nicht hinfahren. Aber wenn man genau schaut, jetzt von uns aus gesehen, das linke Bein, wir kommen der Leiter immer näher, dass wir runterklettern können. Das ist ein bisschen... Eigentlich muss man sagen, das ist ein bisschen scheiße gebaut, aber gut. Aber die Musik ist unheimlich. Aha. Hey, sieh da! Wo rennt denn der hin? Hat der uns beklaut? Was ist denn da jetzt los? Oh, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Ja? Kate, hörst du mich diesmal besser? Ja, ich höre dich sehr gut, Dan. Aber ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich gebe zu, ich war nicht sehr verständnisvoll das letzte Mal. Es tut mir leid und... In Ordnung. Lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich bin dir nicht mehr böse, aber ich muss unbedingt hinter jemandem her. Aber Kate, es ist wichtig. Ich rufe dich zurück. Tut mir leid. Na toll, jetzt müssen wir noch einen Dan anrufen irgendwann. Ach du Kacke. Ja, komm erstmal hierher. Kann ich da reingehen? Nein. Kann ich hier reingehen? Er ist, glaube ich, eh von da rausgegangen. Gar nicht von da, Lok. Selber. Gute Frage. Nächste Frage, gell? Hey. Mein Gott, Oskar, Oskar, sagen Sie was. Aha. Okay, jetzt müssen wir den hier erstmal nehmen.
Nicht einstecken, am besten gleich verwenden da. Ah, okay, das geht gar nicht. Wow, wieso geht das nicht? Mhm. Ich klicke auf die Hände und sie bindet ihm... Ja, ist klar. Fühlen Sie sich nicht wohl? Das alles ist nicht zu ertragen, nicht zu beschreiben, nicht zu glauben. Man hat mich angegriffen. Was soll das heißen, man hat sie angegriffen? Meine Hände. Ich habe keine Hände mehr. Man hat sie mir geraubt. Oh mein Gott, Sie haben keine Hände mehr. Aber wer konnte so etwas tun? Was ist hier los? Eines ist sicher, Kate Walker. Diesen gemeinen Raub kann nur ein Unmensch verübt haben. Ein Individuum, das nicht den leisesten Hauch von Anstand besitzt. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Was genau ist passiert? Nun ja, ich war hier und habe ein bisschen geputzt. Bei diesem Staub hier überall dachte ich mir, es könnte nicht schaden, wenn... Oscar. Ja. Ich war also sehr beschäftigt, als mich auf einmal zwei starke Arme von hinten griffen und mich fesselten, ohne dass ich mich verteidigen konnte. Ich wollte nach ihnen rufen, aber mein Angreifer hat mich geknebelt, noch bevor ich einen Laut hervorbringen konnte. Dann hat er mit seinen fürchterlichen Zangen meine Hände abgebaut. Es war schrecklich. Das will ich Ihnen gerne glauben, Oscar. Haben Sie ihn gesehen? Ein Unmensch, kann ich Ihnen sagen. Blutunterlaufene Augen, ein stählernes Gebiss, eine braune, schuppige Haut und ein ekelerregender Geruch. Ein Ungeheuer, Kate Walker. Ein bewaffnetes Ungeheuer. Bewaffnet? Beruhigen Sie sich, okay. Oscar. Es wird alles wieder gut. okay. Also gut, ich mache mich jetzt auf. Geben Sie auf sich Acht, Oscar. Viel Glück, Kate Walker. Und vergessen Sie mich nicht. Nein, wie könnte ich? Ich kann doch sonst nicht weiterfahren. Falsche Richtung. Was ist denn, Katze? Komm her. Katze, komm her. Komm. Jo. So, dann... Nichts wie hinterher, hätte ich gesagt. Da, wo wir jetzt zuletzt gesehen haben. Mal gucken, ob da die Tür jetzt irgendwie offen ist oder so. So. Die Tür ist verriegelt. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Ah, okay. Ja. Ah, okay, warte mal, da müssen wir wohl... Ich glaube, da müssen wir da drüben lang, wo wir schon vorher runtergefahren sind, wo es aber nicht weiter ging, weil es zu dunkel war. Genau. Einen anderen Weg finde ich ja nicht. So, genau. Was haben wir denn hier? Das scheint kaputt zu sein, hat sie vorher mal gesagt. Können wir da irgendwas machen? Nein, gell? Es ist ein... Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Ja, wieso klemmt es denn? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja toll, das Einzige, was wir jetzt haben, ist hier der Metallschneider. Okay, das bringt mir genau gar nichts. Können wir den hier irgendwo verwenden? Den Metallschneider. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Mhm. Ja, aber sie wird sicher nicht weitergehen, gell? Es ist zu dunkel. Weiterlaufen ist zu riskant. Ja, genau. Auf das habe ich gewartet. Dann kommen wir erstmal wieder schön gemütlich zurück. Liebe Frau. Ja, was kann ich denn? Ich kann hier jetzt gar nichts machen, oder? Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig, okay. Ja, dann bleibt uns erstmal nichts übrig, als dass wir wieder hochfahren.
Ja, toll. Was mache ich jetzt? Liebe Katze, bitte lass meine Tastatur in Ruhe. Die Tür ist verriegelt. Ich... Mhm, geht nicht. Hier habe ich aber nichts mehr, gell? Oh, 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 das ist schon wieder kacke. Wir haben es zwar geschafft, dass wir die Lok hier... Ah! Katze, was machst du denn? Nein, was hast du Aha, Shift-Tab hast du gedrückt. Shift-Tab. Okay. So, Katze, ich habe dir schon einmal gesagt, dass die Pfoten von der Tastatur. Jo, Stritzi, ich weiß, du fühlst dich immer voll wohl, gell? Aber ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Es ist gerade etwas bescheiden. Moin. Die Katze kuschelt und schmiert und ist voll schmusebedürftig. Ja, warte. So. So, hier habe ich ja wirklich nur... Warte mal, was ist denn das hier? Oder wo gehe ich denn da hin, wenn ich da drauf klicke? Ah! Nein, soll sich da rein. Da kann ich aber auch nicht weiter, gell? Nein, du sollst nicht runterfahren. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Kann ich da irgendwas machen? Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja, gut, irgendwas übersehe ich. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück zu Oskar und schaue, was der so noch von sich gibt. So, Oskar, sprich mit mir. Wie geht es Ihnen, Oskar? Gut. Bis auf die Tatsache, dass ich weder Tee trinken, noch Zeitung lesen und schon gar nicht mich am Kinn kratzen kann, danke für Ihre Fürsorge, Kate Walker. Zughilfe-Hans-Mission. Kommen Sie, Oskar. Wir werden uns umgehend auf die Suche nach dem Dieb machen. So einfach lassen wir uns nicht beeindrucken. Kate Walker, nicht, dass Sie denken, ich fühlte mich von dem Problem nicht betroffen. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne hierbleiben. Das ist sicherer. So kann ich den Zug bewachen. Natürlich finden Sie immer einen guten Grund, sich aus allem rauszuhalten. Aus fast allem, meine ich. Kate Walker, auch ein Automat verdient etwas Mitleid. Ich wurde gerade hinterhältig angegriffen. Meine körperliche Unversehrtheit wurde zerstört. Ich stehe kurz vor einem Zahnradzusammenbruch. Und noch dazu muss ich Ihre egoistischen Beschuldigungen ertragen. Ruhen Sie sich erst einmal aus, Oskar. Ohne Hände können Sie mir sowieso nicht viel helfen. Okay. Ne, das bringt mir genau gar nichts von meiner Hand. Wie alt war Ihr Angreifer Ihrer Meinung nach? Wie alt? Ungeheuer haben kein Alter. Bei seinem Anblick lief es mir kalt über die Zahnräder. Ich stelle ihn mir eher etwas älter vor. Ein Mann, der sich für Automaten interessiert, der sich hinreichend auskennt, um Ihre Hände mit einer simplen Zange abzubauen. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Und wenn es Hans Vorarlberg war? Kate Walker, bei allem Respekt, den ich Ihnen zolle, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass diese Idee stupide ist. Hans Vorarlberg, mein Angreifer? Ein Vater, der sein eigenes Kind angreift? Ich bitte Sie. Außerdem, und ohne mich brüsten zu wollen, muss man schon ein gewisses Kaliber haben, um mich zu überwältigen. Sie haben wahrscheinlich recht, Oskar. Es tut mir leid. Okay.
Wissen Sie, ob Ihr Angreifer noch andere Dinge gestohlen hat? Als er meine Hände hatte, rannte er in aller Eile davon. Nun ja, das ist immerhin eine gute Nachricht. Der Zug ist intakt. Wie? Intakt? Ich bin der Fahrer dieses Zuges. Ich wurde für ihn entworfen und er für mich. Indem man mich sabotiert, sabotiert man auch die Lokomotive. Ohne mich kann sie nicht weiterfahren. Ach, könnten Sie mir nicht erklären, wie sie funktioniert? Das ist strengstens verboten, Kate Walker. Es gibt nur einen Lokführer und der bin ich. Ich vermute im Übrigen, Sie haben weder einen Lokführerschein, noch eine Fahrererlaubnis, noch den Status eines Co-Piloten. Meinen Sie wirklich, es ist der Moment, sich jetzt auf Vorschriften zu versteifen? Vorschrift ist Vorschrift, Kate Walker. Oh, okay. Können Sie mir nicht etwas mehr sagen, Oscar? Ich habe Ihnen alles gesagt, Kate Walker. Und ich möchte jetzt nicht mehr daran denken. Also gar so informativ sind die Sachen nicht. Ich frage mich, wen wohl die Hände eines Automaten interessieren könnten. Ich muss zugeben, meine Hände sind kleine technologische Meisterwerke. Ich hänge sehr an Ihnen, Kate Walker. Ich flehe Sie an. Bringen Sie sie mir so schnell wie möglich und intakt wieder zurück. Ich werde mein Bestes tun, Oscar. Wie Sie selbst sagen, ich bin mutig und intelligent. Vielen Dank, Kate Walker. Aber vor allem, seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Oscar. Okay, also. Also gut, ich mache mich jetzt auf. Geben Sie auf sich Acht, Oscar. Viel Glück, Kate Walker. Und vergessen Sie mich nicht. Nein, ich kann dich gar nicht vergessen, weil sonst komme ich ja nicht mehr vorwärts. Mein Problem ist gerade nur, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Oder haben wir uns... Warte mal, jetzt muss ich... Die hatte ich da reingegeben. Oh, welche waren das jetzt? Ich glaube, die rote oder die grüne oder... Ach, keine Ahnung. Okay, wir haben da alle vier schon. Okay, warte mal, welche war denn das nochmal? War das die... Nee, warte mal, die rote war das normalerweise, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was setzt du die automatisch da rein? Das finde ich praktisch. Vielleicht habe ich ja bei dem Video irgendwas übersehen, falls es das ist. Lieber kleiner Bruder, wie bin ich froh nach all der Zeit, nach all diesen langen Kriegsjahren nun endlich wieder von dir zu hören. Du bist also jetzt bei den Sowjets gelandet, von denen man viel Beunruhigendes hört. Die schlechte Atmosphäre dieser scheußlichen Fabrik, die du beschreibst, gefällt mir gar nicht. Auch wenn dein Talent dort gebührend geschätzt wird und die Automaten, die du entwickelst, bei den mühevollsten Arbeiten nach und nach die Arbeiter ersetzen. Ich bin stolz darauf, dass die Vorarlberg-Automaten einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen leisten. Hier in Valladilène bemühen wir uns, so gut es geht, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Manche sind heimgekehrt, andere nicht. Doch das Leben geht weiter. Ich umarme dich, Anna. Ja, das hat mir auch nicht mehr gezeigt als den Untertagebau da, wo wir eh schon unten waren, aber wo ich jetzt nicht wirklich weiterkomme, dass ich da Licht machen kann. Irgendwas klemmt. Gut. Das klemmt, weil, keine Ahnung, irgendwas fehlt oder so, aber ich weiß nicht, wo ich noch was finden kann. Muss ich nochmal was gucken. Gucken. Vielleicht habe ich ja da oben irgendwas liegen lassen, was ich vielleicht noch brauche. Da auf die Knöpfe kann ich ja gar nicht drücken, weil sie da gar nicht stehen bleibt. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, kann ich damit irgendwas machen? Nein. Okay, warte mal, kann ich hier irgendwas entfernen? Nein, gell? Nein.
Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich mit denen zurückdrehen oder noch... Das ist jetzt nicht mehr nötig. Mhm, okay. Ja gut, das heißt, ich kann da eigentlich gar nichts machen. Ich bin umsonst da hochgeklettert. Gut. Nein, Geschlecht. Denn ich finde keinen Weg, wie ich da unten Licht machen kann. Was ist das? Metallschneider, ja? Wieso bekomme ich einen Metallschneider, wenn ich hier nirgends sowas Metall schneiden kann? Was soll denn der Müll? Das ist doof. Irgendwas übersehe ich und ich weiß nicht was. Das nervt gerade ein bisschen. Kann doch nicht sein. Kann die nicht... Das Teil hier klemmt. Kann die nicht einfach... Das Teil hier klemmt. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Hahaha, ja toll. Ja, gut. Dann... Bevor ich hier weiter rätsel... werde ich erstmal einen Cut machen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend und werde jetzt selber hier ein bisschen rumrätseln und ja, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.